Herzlich willkommen zu Space Engineer Survival. Dies soll ein Let's Play Tutorial werden, gleichzeitig aber auch eine Herausforderung für mich. Es sind einige Mods installiert, die ich euch in der Infobox verlinkt habe. Auf diese werde ich in den verschiedenen Folgen nach und nach eingehen. Angefangen mit Scarce Resources. Diese Mod verteilt die Ressourcen auf gewisse Planeten und Monde. Auf der Erde sind nur Eisen, Nickel, Silikon, Eis und sehr selten Magnesium vorhanden. Auf dem Mond zum Beispiel gibt es nur Silber und Gold. Ich werde euch die Infos zu den Ressourcen ebenfalls in die Infobox schreiben. Starten wir also nach der Landung, während ich am Abbauen von Stein bin. So, die ersten Gesteinsbrocken sind gesammelt. Das erste kleine Basis-Setup in diesem riesigen Berg hier steht. Und nun wollen wir uns um unsere ersten Maschinen kümmern. Dazu gehen wir zu unserem kleinen Landungsschiff und brauchen hierfür auf jeden Fall die einfache Raffinerie. Mit der mittleren Maustaste können wir sie hier unten zu unserem Konstruktionsplaner hinzufügen. Des Weiteren benötigen wir noch eine einfache Montageanlage, die wir auch zu unserem Konstruktionsplaner hinzufügen. Dann mit Umschalt und mittlere Maustaste sorgen wir dafür, dass unsere Produkte in die Produktion gegeben werden. Wir wollen uns erstmal in diesem Berg eine Basis bauen, um vor Gegnerattacken geschützt zu sein. Hier in der Nähe, auf 4,5 Kilometern, ist auch schon der erste Außenposten. Da die Produktion ein bisschen dauern wird, kommen wir gleich zurück, wenn die Komponenten fertig sind. Da die benötigten Teile fast durch sind, können wir schon mal ein paar Stahlplatten mitnehmen und unsere Maschinen platzieren. Wir fangen an mit der einfachen Montageeinheit. Lasse hier einen Platz frei und packe hier die einfache Raffinerie hin. Und da wir die noch im Konstruktionsplaner haben, können wir nun einfach zu unserem Schiff hier gehen. Gehen an den großen Förderbandpunkt, drücken mittlere Maustaste und kriegen fast alle Komponenten. Achso, weil ich schon welche im Inventar hatte. Dann schweißen wir das mal zusammen. So, jetzt haben wir die beiden Komponenten zusammengeschweißt. Problem ist jetzt aber, im Konstruktionsplaner sind noch die 30 Stahlplatten, die ich vorher hatte, noch drin. Also schon vorher rausgenommen hatte. Die können wir einfach mit einem einfachen Rechtsklick entfernen. Jetzt haben wir hier die Lücke zwischen und es könnten keine Materialien transferiert werden. Hierfür wollen wir aber unser Survival Kit nutzen, das hier einigermaßen in Sicherheit steht, auch wenn es sehr nah am Eingang noch steht. Aber das ist alles nur ein temporäres Setup. Da wir aber jetzt das Survival Kit ohne Energie nicht nutzen können, brauchen wir zuerst eine Windturbine. Dafür packen wir uns die Windturbine in den Konstruktionsplaner und gehen dafür zu unserem kleinen Schiff. Es ist auch mittlerweile dunkel geworden. Und packen hier die Windturbine rein und ein paar Stahlplatten, damit wir sie etwas höher platzieren können. Und warten auch, bis diese Ressourcen durch sind. So, wir haben jetzt unsere Ressourcen hier rausgenommen. Und werden jetzt, hier an der Seite habe ich schon ein kleines Loch gemacht. Packen hier unseren kleinen Turm hin. Und die Windturbine wollen wir auch haben. Die packen wir hier oben drauf. Schweißen die zusammen. Und, ups, au. Dann wollen wir mal gucken, was die Windturbine an Leistung bringt. 421 Kilowatt.
Die Raffinerie braucht 330 und 280. Oh, das reicht nicht. Da kommen wir mit einer Windturbine nicht weit. Wir brauchen mindestens noch zwei und eine Batterie. Aber um die Batterie kümmern wir uns später. Also fügen wir noch zwei Windturbinen hinzu. Die packen wir uns jetzt in den Konstruktionsplaner und lassen die Produkte erstellen. So, die letzten Produkte sind in der Mache. Dann nehmen wir die meisten uns schon mal raus und gehen zu unserem Turm. Dafür habe ich auch diese kleinen abstehenden Blöcke gebaut hier. Bauen hier eine und hier eine. Und dann sollten wir auf jeden Fall genug Energie haben. Holen wir noch die letzten Platten. Na. Zack, da haben wir alles. Und dann gucken wir mal, wie viel Energie wir zusammen haben. Gucken wir mal nur nach den Windturbinen. Unsere erste 421, 369, 295. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Heißt, wir gehen jetzt zu unserem Survival Kit und nehmen die ganzen Sachen hier raus. Und können das Survival Kit dann auch direkt bauen. Dann suchen wir mal nach dem Survival Kit. Da haben wir es. Und bauen das auf unsere bereits vorhandene Basis. Das müssen wir noch ein bisschen drehen. Passt das auch? Da fehlen mir 14 Stahlplatten. Das ist natürlich jetzt ungünstig, weil das auf dem großen Grid natürlich mehr braucht. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dann nehmen wir sie von unserem kleinen Schiff hier. Hat auch genug Stahlplatten, die wir benutzen können. Die hätte man natürlich auch vorher platzieren können, wenn man denn dran gedacht hätte. Spitze, perfekt. Dann bauen wir das Ganze zusammen. So, unser Survival Kit steht jetzt. Machen wir nochmal einen kleinen Check. Wie viel Energie das benötigt? 200, das sollte passen. Und dann können wir jetzt etwas ungünstig noch, aber wir sorgen gleich für Platz, hier in unsere Raffinerie Gestein einlagern und über unsere Montageanlage dann neue Komponenten herstellen. Ich habe die Höhle minimal mit dem Handbohrer schon erweitert. Das werden wir auch noch alles vernünftig machen. Aber zuerst brauchen wir auf jeden Fall eine Batterie, falls der Wind mal ausbleibt. Und es könnte gut möglich sein, dass die Batterie hier nachher nochmal reichen muss. Aber erstmal brauchen wir auf jeden Fall Energie, damit unsere Windturbinen auch die überschüssige Energie lagern können, beziehungsweise wenn kein Wind da ist, dass wir dann auch die Energie weiterhin nutzen können von der Batterie. Und jetzt fehlen mir hier noch die letzten Energiezellen. So, jetzt haben wir die Batterie gebaut, bauen die auch ganz auf und dann gucken wir mal.
vollständig aufgeladen in 2 Stunden. Das ist sehr gut. Das ist unser Backup, falls der Wind erstmal ausbleibt. Wir wollen auch noch einen großen Solarturm, der der Sonne folgt, bauen. Aber dafür brauchen wir einiges an Ressourcen. Und dafür, denke ich mal, müssen wir erstmal erkunden gehen, damit wir die einzelnen Erze auch finden. So, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall länger. Und in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, ein Fahrzeug zu bauen, um nach Erzen zu suchen. Vielen Dank. Vergesst das Abonnieren und das Kommentieren nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.